Die Holstenhallen Neumünster sind der perfekte Veranstaltungsort für große Veranstaltungen, gut gelegen an der A7 und somit auch für internationale Gäste gut zu erreichen. Wie man sich hier auf den internationalen Gast einstellt, das erfahren wir jetzt. Ich sitze jetzt hier mit Dirk Iversen, dem Geschäftsführer der Holstenhallen. Hallo Herr Iversen. Einen wunderschönen Tag, herzlich willkommen. Welcher internationale Gast oder Kunde ist denn für Sie im Mittelpunkt? Unendlich viele. Wir machen im Jahr ungefähr 900 Veranstaltungen. Davon sind eben auch viele mit ausländischen Ausstellern, aber eben auch ausländischen Besuchern. Und das hat sicherlich alles seine Besonderheit und wir freuen uns über jeden, der aus dem Ausland hier zu uns kommt. Gibt es eine besondere Veranstaltung für den skandinavischen Markt oder für den Niederländer oder für ganz Europa, die Sie gerne hervorheben würden? Die Nordbau ist Nordeuropas größte Baumesse derzeit. Dort sind ganz viele Skandinavier. Wir haben einen dänischen Außendienstmitarbeiter, der dänische Firmen wirbt, der auch, aber sie nicht nur wirbt, sondern sie auch während der Messe betreut. Das heißt, der ist auf dem dänischen Gemeinschaftsstand zum Beispiel auf der Nordbau vorhanden. Aber dort sind eben auch viele andere. Wir haben in diesem Jahr 13 Nationen vertreten unter den Ausstellern und die Besucher werden sicherlich aus dem gesamten skandinavischen Bereich kommen, aus den Niederlanden, aber sicherlich aus dem baltischen Raum. Die Kommunikation steht da ganz groß im Vordergrund. Zuerst einmal reden mit den Menschen, gucken, wo sind die Bedürfnisse, was wollen sie eigentlich erreichen und dann beratend, wo könnte man sie platzieren, in welcher Größe, was sind die Erwartungshaltungen, manchmal vielleicht auch sagen, es macht keinen Sinn, dass sie hier bei uns ausstellen. Selbst das, finde ich, gehört mit dazu. Es hilft ja nicht, den Umsatz um jeden Preis zu machen, sondern wir wollen authentisch bleiben. Und gerade bei internationalen Gästen, die dann auch viel Geld ausgeben, um hierher zu kommen mit ihren Exponaten, fände ich es unfair, wenn das nicht so läuft. Gibt es da vielleicht auch Erlebnisse, wo Sie sagen, das war jetzt mal bemerkenswert? Man muss sich immer auf die Gäste einstellen. Das halte ich immer für ganz, ganz wichtig. Wir haben viele Mitarbeiter, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir können Englisch abbilden, wir können Dänisch abbilden, wir können Russisch abbilden. Wir versuchen, so kundenservice-orientiert wie möglich zu sein. Es gelingt nicht immer. Dann gibt es technische Hilfsmittel. Wir hatten letztens einen russischen Lkw-Fahrer, der anliefern wollte für die Nordbau, der nicht sprach und die russisch sprechende Mitarbeiterin war nicht in der Nähe. Und dann haben wir es halt eben über Google Übersetzer gemacht. Wir haben in das Gerät reingesprochen. Er ist dann lachend weggegangen, ist genau da angekommen, wo er hin sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Google übersetzt hat, aber es hat ja funktioniert und gelacht haben wir beide. Welche Rolle spielt denn Social Media für Sie? Ist heutzutage nicht mehr wegdenkbar. Man verliert einen großen Kundenkreis, wenn man Social Media nicht macht. Es gibt zu viele Menschen, die da nur noch im Social Media Bereich unterwegs sind. Und die wollen wir ja auch mitnehmen und informieren. Gerade die Jüngeren. Es gibt zur Nordbau ein sehr schönes, markantes Beispiel, die Nordjob Bau, wo wir junge Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie werden sollen, versuchen, auf diese Messe zu bekommen. Und wir haben dort einen YouTube-Star, den JP Kramer, der für die Nordbau im Vorwege immer wirbt. Und darauf stehen die jungen Menschen und darüber kriegt man sie auch. Und wenn es darum geht, den internationalen Gast zu begeistern, was würden Sie Dienstleistern aus der Metropolregion mitgeben, um genau das zu tun? Sich darauf freuen, sich darauf einlassen, mit den Leuten unterhalten, fragen, wo sind deren Bedürfnisse? Zuhören, das ist eigentlich das simple Geheimnis. Es gilt aber nicht nur für den internationalen, es gilt eigentlich für jeden Kunden. Unsere Aufgabe als Messe, als Veranstaltungsort ist es, Menschen hier willkommen zu heißen und deren Bedürfnissen anzupassen und denen zu helfen, sich hier zurechtzufinden. Sie haben sich auf mich eingelassen und das freut mich sehr, das hat mich begeistert. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.